Hey Leute, willkommen zurück zu den Hochelben hier in Third Age. Und heute geht's weiter und ich bin so ein bisschen am Überlegen gewesen gerade, wie es jetzt überhaupt weitergeht. Und ich habe mich jetzt dafür entschieden, wir haben praktisch zwei Möglichkeiten, ja. Erstmal, die Hauptsache ist erstmal, dass ich hier gerne die Orks angreifen würde jetzt und ihnen hier die ein oder andere Stadt abluchsen möchte. Die Frage, welche wir erobern oder wo wir jetzt angreifen, ist schon eine ganz andere. Das Problem ist, wenn wir hier, zack, Kala haben, ich gehe davon aus, dass hier wahrscheinlich irgendwie die Lorien-Elben Gebiete haben werden. Aber wenn wir jetzt hier die Provinz angreifen und noch erobern sollten, bevor diese Lorien-Elben da sind, dann können wir nur hier handeln und müssten dann noch die andere Provinz hier irgendwo erobern, also da unten irgendwo, damit da mehr geht mit dem Verhandeln oder mit dem Handel überhaupt, was funktioniert, gell? Und das ist schon ein bisschen problematisch. Die Provinz da oben ist übrigens, ja, also und das andere ist, dass ja die Elben vielleicht hier bald die Provinz erobern. Deswegen würde ich fast sagen, marschieren wir hier mit den Truppen nach Vorschatraum, ja, und erobern die Provinz. Und wahrscheinlich sind hier entweder Lorien-Elben, Waldelben oder Orks des Nebelgebirges noch, aber ich denke, mit denen wird man dann fertig werden. Müssen dann vielleicht hier irgendwann mal noch eine weitere Einheit bauen, so in ein, zwei Runden oder sowas, mal schauen. Aber ich denke, wir werden jetzt erstmal da hochgehen. Ich nehme hier dafür Walpanbarion mit und wir nehmen hier mal zwei Einheiten Bogenschützen mit und eine Einheit Schwertkämpfer der Quendi. Es wird jetzt gleich relativ teuer werden für die nächste Zeit, aber wir sind in einer Runde schon da oben. Ui, da ist eine Armee, eine Ork-Armee noch. Die müssen wir dann natürlich jetzt als erstes besiegen. Dann kümmern wir uns erstmal darum. Ja, auch nicht so wild, wenn wir hier noch ein paar mehr töten von denen. Und dann müssen wir halt einfach gucken, dass wir mit unserem Spion dann, ja, den gut positionieren, damit wir keine bösen Überraschungen hier haben. Und östlich vom Nebelgebirge muss man dann halt auch überlegen, wie es damit weitergeht. Ach du Scheiße. Hätte ich mir bloß mal die Map davor angeschaut, gell, und meine Truppen vielleicht irgendwo anders aufgestellt. Oh wow, wo stehen die jetzt? Hier oben. Müssen wir jetzt erstmal vorspulen ein bisschen. Genau, aber das ist so ein bisschen die Überlegung und vielleicht können wir uns dann eben aufpassen östlich vom Nebelgebirge beziehungsweise halt eben angreifen da vielleicht auch, je nachdem wie es dann halt aussieht, gell? Da müssen wir mal schauen, was wir da dann machen. Aber jetzt müssen wir erstmal überhaupt zum Nebelgebirge kommen. Snaga, Blänkler, Moria Ork, Hellebardenträger. Bergmenschen. Okay. Blänkler sind die Speerwerfer in Ordnung. Ich denke, das sollten wir eigentlich hinbekommen. So, dann schauen wir mal, dass wir uns jetzt hier in etwa mal so aufstellen. Und dann schauen wir mal, was hier jetzt passiert, wenn unsere Fernkämpfer anfangen zu schießen. Ich hoffe, wir erledigen hier den Großteil, bevor sie in unsere Nähe kommen. Vor allem diese komischen Moria-Ork-Hellebardenträger, die müssen weg. Die müssen definitiv weg. Die sind stark. Oder zumindest das Stärkste, was unser Gegner hier in seiner Armee so hat. So. Irgendwie in Erinnerung, manchmal schießen sie irgendwie schneller, manchmal schießen sie langsamer, so kommt es mir manchmal vor, gell? Naja, okay, immerhin schon ein paar haben wir erledigt jetzt in den Reihen hier. Ich hoffe, es werden noch ein bisschen mehr, bevor sie zu uns kommen. Es wird es wahrscheinlich noch reichen, so für ein, zwei Salven. Schicken wir die schon mal hier vor. So zumindest mal. Dann warten wir mal ab, was jetzt passiert. Okay, noch 194 sind übrig. Wow.
Dann probieren wir jetzt mal unser Glück so. Und eine Bogenschützeneinheit stellen wir gleich mal hier so rüber. Und mit den anderen Bogenschützen schießen wir auf die Moria-Orks da hinten. Mit der Kavallerieeinheit reiten wir jetzt da rüber. Aber wir müssen halt aufpassen, dass wir nicht zu viele Verluste haben, gell? Das ist ganz wichtig. So, jetzt greifen wir mal mit der Kavallerie da an, was auch immer der eine Soldat da drüben macht, gell? So. Aber wir brauchen ja definitiv natürlich auch Soldaten in Bruchtas selbst noch, weil ich weiß nie, was da von Süden oder von Norden noch so an Truppen kommen könnte. Okay, die Moria-Ork-Hellebardenträger flüchten. Das ist sehr wichtig. Dann könnt ihr jetzt mal als nächstes auf die Bergmenschen schießen. Ihr greift dann da auch weiter an. Oh, es sind einfach noch so viele. Aber das sollte hier ziemlich wehtun. War nicht mal so krass. Schießt ihr mal da drauf. Dann ziehe ich mich da mal ein bisschen weiter zurück. Und es sind schon noch einiges an Soldaten hier übrig, was unser Gegner hier, die hier unser Gegner hat. So, dann reiten wir jetzt mal erstmal hier oben rum. Oder greifen nochmal die Snaga-Plänkler an. Die stehen halt leider gerade zu blöd. Ja, wenn die ein bisschen enger stehen würden, wenigstens mal, dann wären sie auch besser zu töten. So, aber das sollte jetzt hier moraltechnisch einen ziemlich großen Einfluss haben und natürlich auch, was die Verluste hier angeht. Gut, okay, da sind jetzt die Moria-Ork-Reis als erstes geflohen, die hier ziemlich angegriffen wurden von unseren Bogenschützen. So, dann nehmen wir die Bogenschützen gleich mal ein bisschen weiter hier hoch schon. Dann können wir nämlich von da aus hier in diese Moria-Ork-Hellebarden reinschießen oder in die Bergmenschen. So, und jetzt probieren wir hier nochmal mit einem Charge die mal in die Flucht zu schlagen, hier irgendwann mal. Also sobald die flüchten, dann müssen wir sie echt mal noch verfolgen. Und dann soll es relativ schnell bergab gehen mit denen. Ziehen wir uns nochmal zurück. Ja, wir brauchen auf jeden Fall nämlich weitere Gebiete, deswegen müssen wir jetzt irgendwo angreifen, egal wie risikoreich das dann ist. Aber die Moria-Orks lassen ja gerade sowieso ein bisschen nach von der Stärke, deswegen denke ich, kann man das gerade mal riskieren. So. Dann schauen wir mal, der hat da jetzt erneut angegriffen. Gut. So, dann würde ich mal kurz vorschlagen, können wir ein bisschen vorspulen. Gut. Jetzt bitte. Auf die Moria-Ork-Hellebardiere hier. Ah, jetzt flüchten alle. Das war der feindliche Hauptmann hier. Da machen wir auch mal noch alle platt. Gibt erstens Erfahrungspunkte und zweitens muss man da nicht nochmal gegen die kämpfen vielleicht. Ich greife die Bergmenschen hier auch noch gleich an. Das ist die Moria-Ork-Hellebardiere. Nochmal. Naja, das war's. 37 Mann verloren ist in Ordnung. Aber natürlich müssen wir da gucken, dass wir wirklich in Bruchtal und auch in der neuen Provinz, die wir erobern werden, dass wir da ein bisschen was an Truppen drin haben. Nicht, dass wir dann ein Problem kriegen. Gell? So, hinrichten. Super. Gut, das ist schon mal schön. Wisst ihr, was wir kurz machen? Wir nehmen jetzt kurz die hier rein, nehmen die da raus und bilden dann die hier fort.
Kostet ja noch ein bisschen mehr Geld, aber kriegt man schon hin. Haben wir jetzt wenigstens hier nochmal eine volle Einheit dabei. Mit denen laufen wir hier hin und hier wird man dann wahrscheinlich irgendwo so einen Wachturm bauen müssen, um mal dieses Gebiet hier ein bisschen zu überblicken, meine ich natürlich. Genau. Hier Ost in Edil ist, glaube ich, hier irgendwo. Das ist natürlich auch eine wichtige Stadt, damit wir diese ganze Aufgabe da erfüllen können, die wir brauchen, um das Reich der Noldor wiederherzustellen. So, ich denke, das passt jetzt erstmal. Nächste Runde haben wir dann genug Geld, um die Einheit mal fortzubilden. Das ist gut. Dann würde ich sagen, möchte ich mal ganz kurz noch schauen. Probeweise 1019 Einwohner, 815. Ja, das hört sich doch gut an. 896. Langsam aber sicher wird's was mit unserer Einwohnerzahl in unseren ganzen Dörfern. Hoffe, dass wir die dann bald ausbauen können. Und dass das dann auch nochmal ein bisschen mehr Geld gibt. Alleine schon die Straßen, denke ich, sollten ein bisschen was hermachen, was das Geld angeht. Aber schauen wir mal. So, noch mehr Elben verlassen. Mittelerde, ja gut, okay. Eriadors, eine Armee von Eriador hier. Okay. Noch mehr Orks hier, auch da haben wir eine relativ gute Truppe an Eriador-Soldaten. Ja gut. Wir haben jetzt hier drüben noch einen Spion fertiggestellt in Südmittland. Den schicken wir wieder hier hin, damit wir das so ein bisschen überwachen können. Nicht, dass wir hier Probleme kriegen mit den mit Dunland. Genau. So. Ansonsten greif du mal hier oben an. Ich denke, wir belagern hier jetzt einfach mal, wo wir gegen eine Einheit da mehr oder weniger kämpfen müssen. Ist dann auch nicht so wild. Würde ich sagen. Oder wisst ihr was, wir greifen erstmal hier kurz an. Weil die können wir, denke ich, relativ easy kurz erledigen. Und dadurch, dass es ja nicht nur irgendwelche Goblins sind, sondern tatsächlich die richtige Orks sind, denke ich, können wir das doch so mal schön angehen. So, die kommen auch schon auf uns zu. Dann lassen wir die mal drauf schießen. Gut. Ich denke, so viele sollten das nicht überleben, bis sie hier sind. Vielleicht können wir das jetzt auch mit dem Kavallerieangriff hier erledigen, das Problem. Okay, das war der feindliche Hauptmann auf jeden Fall. Und dann können wir jetzt hier das Ganze fertig machen. So, wunderbar, klarer Sieg, null Verluste und wieder eine Einheit Orks getötet. Ist wirklich besser, wenn wir es so machen, als wenn wir jetzt hier hingehen würden und sagen, okay, egal, und nachher greifen uns noch weitere Truppen an. Weiß ja nicht, was da jetzt passiert bei der Belagerungsschlacht, gell? Kann ja sein, dass da noch mehr Gegner kommen. So, aber die sind jetzt auf jeden Fall tot, die kommen nicht mehr. Dafür brauchen wir jetzt halt eine Runde länger, aber ist jetzt auch nicht so wild. Es ist ein Dorf, es kann also sein, dass hier gar keine Mauer drumherum ist, oder wie heißt denn diese Sache hier, auch Dorf, also dann wird da wahrscheinlich nicht mal eine Mauer drumherum sein. Umso wichtiger, dass wir die Stadt dann ein bisschen stärker befestigen mit ein paar Einheiten. Das wird dann noch wichtiger sein. Jetzt machen wir gerade nur noch leider 500 in der Runde. Das gefällt mir natürlich gerade nicht so ganz gut. Ja. Ich denke, wir werden hier mal mit dem Spion dann auch mal hier rüber gehen und dazu schauen, was da so ist, weil falls da jetzt nur noch irgendwie eine Provinz wäre oder so und dann erstmal keine Ork-Provinzen mehr, dann sollten wir die vielleicht auch noch erobern, weil dann wäre das hier alles ein bisschen sicherer. Ich meine, klar, hier außenrum sind überall noch Ork-Gebiete und so, aber trotzdem, wenn man jetzt hier mal dann zu hätte und hier sicher wären, wäre es ja schon mal eine ganz ordentliche Sache eigentlich.
So, ach ja, genau, unser Diplomat geht ja nach Gondor, fällt mir gerade wieder ein. Den habe ich schon ganz vergessen. Mal schauen, was in dieser Runde jetzt passiert. Nichts Schlimmes anscheinend. Ja, einen General brauche ich leider immer noch nicht. Entschuldigung, Spiel. Aber ich habe da gerade echt keine Kohle für. Okay, die Elben belagern jetzt hier. Das wird wahrscheinlich schon für die gut ausgehen, würde ich behaupten. Ja, dann schauen wir mal. Oh, wir können hier gleich angreifen. Sollten wir dann vielleicht auch gleich machen. Ich möchte nur mal kurz hier noch schauen. Könnten die jetzt hier fortbilden? Nochmal für 465. Ich denke, das können wir mal nochmal machen. Wird vielleicht nochmal irgendwelche Schilder oder so geben. Also verbesserte Rüstung oder so. 1050 haben wir momentan. Ich hoffe, das geht schnell noch, die letzten paar Prozent hier. Von mir aus können wir auch mal kurz die hier fortbilden. Beziehungsweise die letzten paar Einwohner, nicht die letzten paar Prozent. So, und jetzt würde ich sagen, greifen wir hier oben an. Das wird auch nochmal ein bisschen Geld geben hier in jeder Runde. Und wenn wir die Provinz halten können und vielleicht sogar noch hier hinten weiter erobern, dann wäre das natürlich eine wunderbare Sache. Und wenn dann hier Schluss ist, wie gesagt, und keine weiteren Orks kommen, die uns ständig bedrohen, dann wäre das wirklich perfekt. So, ja, auf unsere Verbündeten muss ich sagen, bin ich eigentlich relativ stolz. Ich finde, Glorien macht einen guten Job soweit. Ja, ich meine, die haben immerhin Moria erobert, gell? Und auch die Restigen sind eigentlich ganz gut am Arbeiten, wie ich finde. So, das sollte eigentlich überhaupt gar kein Problem werden hier. Ich denke, da können wir jetzt erstmal einiges vorziehen hier. Das Einzige, was die wirklich Gutes dabei haben, ist ihre Leibwache, aber der Rest ist jetzt nicht so der Hammer. Ja, dann sonst nur diese komischen Speerwerfer da. Und solange die nicht werfen, sind sie eigentlich völlig ungefährlich. Ist nur die Frage, wann wir mal schießen können. Wir noch mal ein bisschen weiter vor. So, jetzt soll es aber was werden eigentlich. Schießen wir erstmal auf die Leibwache am besten. Und die haben schon extreme Probleme, wie es aussieht. So, ich denke, ja, das sieht doch schon mal ganz ordentlich aus hier. Und dann noch mal ein bisschen schneller hier. So, ja, das Interessante bei den Schlachten momentan ist ja, dass es jetzt noch nicht so richtige Massenschlachten sind. Bis auf die erste Schlacht im Bruchtal haben wir eigentlich noch nicht so wahnsinnig die Riesenschlachten bisher, gell? Muss man auch sagen. Ich möchte jetzt erstmal gar nicht mehr weiter auf den General hier so konkret schießen. Aber ich glaube, da kommen jetzt vielleicht gleich die Gegner mal. Und dann sollte man denen vielleicht mal was entgegenschicken. Ach, schickt man die Reiterei mal da außen rum. Ja, ein paar Verluste wird es doch geben, weil so viel Munition haben wir auch gar nicht dabei. Muss man dazu sagen. Aber immerhin schon die Hälfte haben wir erledigt, ihre Armee. Stellen wir uns jetzt mal hier so auf, dann können wir da vielleicht ein bisschen besser schießen mit weniger Verlusten. So, und nicht unsere eigenen Leute hier eben erwischen. So, dann greifen wir jetzt mal an. Was auch immer die Kavallerie jetzt da macht. Okay, das sollten sie doch eigentlich
wenn sie hier auch einen ordentlichen Charge hinkriegen können oder müssen. Naja. Leibwache der Ork, schießen wir mal auf die weiterhin. Mal gucken, wann die jetzt hier flüchten. Es wundert mich, dass sie noch nicht wegrennen. Weil die Piazza ist ja erst hier. Moment, schießen wir hier mal so drauf. Mit denen schießen wir da drauf. So, und dann schicken wir mal die Einheit hier gleich entgegen. So, und dann hier, wie gesagt, greifen wir da so an. Mit denen greifen wir da auch an. Okay, das war doch jetzt wenigstens mal ein ordentlicher Angriff hier mit der Kavallerie. Trotz der geringen Strecke hier. So, jetzt habe ich gerade eben ja hier noch den Marschbefehl nochmal gegeben, damit die hier mal rüberlaufen nochmal. Schnell, und dann können wir hier vielleicht noch ein, zwei Salven reinschießen. Ordentliche Salven. Besser als von da hinten auf jeden Fall. The battle is very much in our favor. Victory will be ours. Okay, noch einmal können wir sicher. Oder auch nicht. Na gut, okay. Dann greifen wir jetzt hier mal im Nahkampf an. Our men have taken control of the city. Okay, das sollte jetzt eigentlich gleich erledigt sein. Okay, das war der General. Wir haben nicht mal einen Bogenschützen hier aus der Einheit verloren. Also doch einen, aber das war irgendwie hier drüben, warum auch immer. Insgesamt 10 Mann verloren. Ich denke, damit können wir durchaus zufrieden sein. Und dann schauen wir mal, wie es jetzt auf der Kampagnenkarte aussieht. Und wie viel Einnahmen das Dorf vor allem generiert, interessiert mich mal an der Stelle. Ganz brennend. Okay, wir könnten hier ein bisschen was an Bevölkerung töten und ein bisschen Mirian rausbekommen, aber ich finde, es lohnt sich jetzt nicht mal so zwangsläufig hier. Leider ist dieses Gebiet jetzt erstmal relativ wertlos für uns, weil wir hier nur Anhänger Saurons, Zwerge und andere drin haben. Wir ja unsere Kultur brauchen und es wird noch eine Weile brauchen, bis wir die hier etablieren können. Was wir aber auf jeden Fall schon mal machen können, ist hier so ein Wachturm bauen, und ich habe es ja auch gesagt, ich gehe davon aus, hier sind die Orks auf den Misty Mountains, nochmal sind sie auch tatsächlich. Das heißt, wir müssen hier unter Umständen auch nochmal eine Provinz oder zwei erobern, um hier dann wirklich sicher zu sein. Aber ich denke, auch das kriegen wir hin. Vor allem jetzt machen wir auch nochmal ein bisschen mehr Geld. Jetzt machen wir fast 1000 in der Runde, das ist ganz ordentlich. Moment mal, wie viele Einheiten können wir denn gerade hier unterhaltsfrei aufstellen? Unterhaltsfreie Einheiten, 4 Einheiten. Vielleicht rekrutieren wir dann einfach gleich nochmal eine Einheit oder so. Machen wir das gerade mal. Rekrutieren die 2 hier. Dann haben wir nämlich die 4 unterhaltsfreien Einheiten wieder ausgenutzt. Beziehungsweise vielleicht... Ja doch, das können wir schon machen, das ist in Ordnung. Wie sieht es hier aus? Eine unterhaltsfreie Einheit, okay. Ja gut, das ist doch schon mal, sieht doch schon mal ganz nett aus, wie ich finde. Die Zwerge könnten da ihre fette Armee hier, die sie hier gerade hatten, ruhig uns zur Unterstützung schicken. Aber wir haben auch noch 1500 Mirian gerade bekommen für die Aufgabe, stimmt, ja. Ja, das ist doch super. Gut, das freut mich, dass das so gut geklappt hat gerade. Und dann würde ich sagen, möchte ich jetzt mal hier nochmal schön eine Runde beenden, weil ich ganz gespannt bin, ob die Lorien-Elben jetzt die Provinz erobern oder nicht. Also ich hoffe ja, dass sie die erobern. Das wäre für uns eigentlich ganz vorteilhaft. Weil wir sind ausgelastet genug, also keine Sorge, so schnell wird das Let's Play nicht rum sein, ganz sicherlich nicht. Und von dem her bin ich mal gespannt, ob die das da jetzt erobern oder weiter belagern oder was da so passiert. Okay, hier haben wir eine Einheit Orks. Da kommen schon irgendwelche Elbenverbündete von Lorien. Ist in Ordnung, dann schicken wir den jetzt erstmal hier rein.
und warten da mal ab. Klar, das ist jetzt auch relativ teuer, diese Garnison, aber wir werden wahrscheinlich auch bald noch mal ein bisschen weiterlaufen. Okay, dieses Verbessern dieser Einheit hat absolut gar nichts gebracht, außer dass es 465 gekostet hat. Das war natürlich jetzt blöd. Naja, egal. Wie sieht es denn eigentlich hier aus? Mit der 11% Elben haben wir jetzt hier mittlerweile. Und für das Ding hier brauchen wir 33%, damit wir hier diese Schwertkämpfer der Quendi rekrutieren. Wenn wir das dann irgendwann mal können, wird man wahrscheinlich eine Einheit von hier abziehen und hier rüber schicken. Wobei, die lasse ich vielleicht auch drüben und baue einfach hier eine neue Einheit. Aber es braucht wahrscheinlich auch noch so ein bisschen seine Zeit. Ja, diese Werkstätte des Bildhauers für 6.375 Mirian wäre natürlich klasse mit dem 0,5 Bevölkerungswachstum, aber jetzt auch nicht unbedingt zwingend notwendig. Ich denke, wir stellen hier mal noch die Steuern auf hoch, damit wir nochmal ein bisschen mehr Kohle machen jede Runde. Und hier drüben, ja, das läuft. Das ist wunderbar, das ist super, wenn da was geht, dann haben wir da bald die Möglichkeit, unsere Dörfer zu upgraden und dann auch mehr Geld zu machen dadurch. So, und wie machen wir, was machen wir hier? Wir könnten rein theoretisch diese Ork-Armee hier angreifen, aber ich denke, das machen wir, wenn dann überhaupt erst im nächsten Part und auch in der nächsten Runde erst oder sowas, weil wir gerade dafür vielleicht nochmal ein, zwei Einheiten bräuchten, damit das auch wirklich sauber vonstatten geht. Und dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß hier beim Third Age Let's Play mit den Hochelben und hattet Spaß, mir mit zuzuschauen. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr mich das wissen lasst, wie es euch gefallen hat, dieser Part hier. Und dann sehen wir uns wieder morgen um 16 Uhr zum nächsten Video. Genau, und natürlich die Total War Liga hat ja jetzt schon längeres angefangen, gell? Also schaut da auch ruhig mal vorbei und würde mich eben genau freuen. So, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.